Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, dann wollen wir jetzt doch hoffentlich endlich mal auch gegen den Doktor jetzt angehen. Ich hätte jetzt eigentlich so gedacht, okay, gut, da wird noch irgendwo was in den Zellen drin sein, aber ich glaube nicht. Und hier können wir nochmal ID-Karte benutzen. Was bringt mir das? Welcher Raum bringt das hier ein? Mal wieder Ego-Perspektive. Naja, gut, jetzt werden wir im Kreis gelaufen. Also, eigentlich haben wir jetzt kein Problem, so richtig jetzt irgendwo hinzukommen, ne? Das heißt, der Kollege muss sich jetzt warm anziehen. Ich bitte dich ein letztes Mal. Verlass diesen Vault und die Dinge, die du gesehen hast. Du kannst nicht ändern, was hier passiert ist. Lass mich an diesem kalten und einsamen Ort. Na, was soll ich jetzt machen? Ah. Die Karte funktioniert nicht? Blackburn hat anscheinend die Türcodes überschrieben. Sie dachten sich wohl, dass die Plünderer eine Schlüsselkarte finden, wenn sie die Kontrolle haben. Kannst du irgendwas tun? Von hier aus hätte ich mehr Werkzeug, Zeit und Baupläne. Klar, unter diesen Umständen müssen wir kreativ werden. Diese Türen sind hydraulisch verriegelt. Wenn wir die Leitungen zu dieser Tür finden, könnten wir den Druck verringern, der sie geschlossen hält. Such nach einem Versorgungsraum. Okay. Mann, gut, dass mir der Versorgungsraum angezeigt wird. Weil hier in dem Eischaos da eine hydraulische Leitung zu finden. Oh, oh, oh. Das müsste es sein. Schau dich um. Versuch, die Leitungen zum Aufseherbüro zu finden. Okay, dieses Panel ist mit einer Reihe von Rohren verbunden. Scheinbar hat man hier die Kontrolle über Hydraulikleitung des Walls. Man sieht, welche Leitung mit der Aufsehertür verbunden ist. Fragt sich nur, wie man sie außer Stand setzen kann. Ob der Steuerungsschlag und das Beste auf. Also manchmal so die Antworten. Komm, wir machen mal Intelligenz. Das richtige Ventil finden und schließen. Gute Arbeit. Du könntest eine Zukunft als Gelehrter haben. Gehen wir zurück. Die Tür sollte jetzt offen sein. Du lässt den Blick über die Steuerung von dir schweifen. Nur kurze Zeit später hast du herausgefunden, wie du die Leitung zur Tür des Aufsehers deaktivieren kannst. Nach ein paar Schaltern umgelegt hast, fällt die Druckanzeige auf 0. Naja, Gelehrter wollte ich eigentlich jetzt nicht werden, aber man muss ja auch mal ein bisschen mit seinem gegessenen Brandbestienhirn prahlen. Ja? Auch wenn ich gerade keins hatte. Und ich auch schon wieder verhungern und verdursten bin hier. Anscheinend waren dir weder die Vault-Sicherheitsanlagen noch die Blutadler gewachsen. Beeindruckend. Ihr könnt die Waffen runternehmen. Es wäre offensichtlich zwecklos, mich zu wehren. Ich ergebe mich. Ist das die Forschung, von der du mir erzählt hast? Das ist das Studieren von Krankheiten? Auch wenn du etwas anderes denken magst. Ich habe in Fort Atlas nicht gelogen. Ich sagte, es wäre für einen Laien schwer zu verstehen. Warum glaubst du, dass du Erfolg hattest? Ich habe nur schreckliche Dinge gesehen. Meinst du, ich habe das ohne Nachdenken getan und in den Körpern von Unschuldigen nach einem halluzinogenen Geheimnis gesucht? Mit jeder Version, mit jedem Test identifizierte ich die Makel des Virus und ermittelte, wie man sie entfernt. Ich zweifle nicht an meiner Arbeit. Klingt, als hättest du deinen perfekten Virus noch nicht getestet. Es werden derzeit Schritte unternommen. Um eventuelle kleinere Fehlberechnungen wird man sich schon bald kümmern.
Ich habe gesehen, was der FEV anrichtet. Wie konntest du nur denken, dass er jemanden hilft? Der FEV war nie dazu gedacht, Abscheuliches und Groteskes hervorzubringen. Es sollte der nächste Schritt in der Evolution sein. Unser Aufstieg zu etwas Größerem und Besserem. Die Idioten bei Westech waren besessener davon, seine Fehler zu beobachten, als sie zu beheben. Aber eigentlich sollte er etwas Gutem dienen. Und nun wird er diesen Zweck erfüllen. Meinetwegen. Das zu hören, lässt mich Shins Blickwinkel verstehen. Du behauptest, das zum Wohl der Menschheit zu tun, hast aber noch mehr Supermutanten erzeugt. Ja, ich wünschte, das hätte vermieden werden können. Es war einfacher und sicherer für mich und andere, diese Fehlschläge freizulassen, bevor ihre Metamorphose abgeschlossen war. Ich musste meine Arbeit abschließen und wusste, dass sich die Bruderschaft um die Fehler kümmert. Deine Fehlschläge hätten in Fort Atlas alle umbringen können! Ach ja? Meine Fehlschläge waren scheinbar Schritte auf dem Weg zum Erfolg. Dieses Maß an Koordination deutet auf eine Zunahme der kognitiven Entwicklung verglichen mit der Norm hin. Trotzdem will ich der Bruderschaft nichts Böses. Entschuldigung. Wie er das einfach so gelassen sagt, ey. Wir müssen alles wissen, was du getan hast. Deine Bruderschaft wird mich bestimmt gern verhören, bis ich alles ausgespuckt habe. Ich werde mitteilsam sein. Obwohl ich erwarte, dass das Verhör in Grenzen stattfinden wird, denen die Bruderschaft aufgeschlossener gegenüber ist. Was den Inhalt dieses Worts angeht, kann die Bruderschaft mitnehmen, was sie möchte. Meine Arbeit hier ist beendet. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich überhaupt nicht an. Wie kannst du diesen Irrsinn rechtfertigen? Was du Irrsinn nennst, ist nur die bedauerliche Notwendigkeit meiner Arbeit. Dass du mich verurteilst oder mich in irgendeine Hölle wünschst, ist ein Preis, den ich zu zahlen bereit bin. Ich habe die Zukunft der Menschheit sichergestellt. Überall auf der Welt. Dafür ist mir kein Preis zu hoch. Wäre es möglich gewesen, ohne Unschuldige leiden zu lassen, ich hätte es getan. Ich weiß, was du getan hast. Hoffentlich gibt es eine Hölle. Verachte mich nur. Ich hatte keine Freude an dem, was nötig war. Ich möchte noch etwas anderes besprechen. Daran zweifle ich nicht, wie du wünschst. Wir nehmen dich mit, Blackburn. Für das, was du hier getan hast, musst du büßen. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Nun denn. Sieh mich als festgenommen an. Ich bin bereit, mich jedem Urteil zu stellen, das die Bruderschaft mir zumisst. Trotzdem ist meine Arbeit hier abgeschlossen. Du kannst sie nicht mehr aufhalten. Deine Arbeit kann nicht aufgehalten werden? Wie meinst du das? Dass ich mein Ziel erreicht habe. Der FEV ist perfektioniert und daran kannst du nichts mehr ändern. Meine Opfer. Die furchtbaren Dinge, die ich getan habe. Dafür habe ich bezahlt. Und nun erwartet die Menschheit die Erlösung. Was? Du kannst damit nichts machen. Wir haben dich geschnappt. Du bist erledigt. Hast du Grund zu der Annahme, dass ich nicht schon alles Notwendige unternommen habe? Okay, gar nicht gut. Okay, gar nicht gut. Und dann guckt's auch noch so traurig. Was hast du mit dem FEV gemacht? Ich habe ihn fertiggestellt. Aus einer Fehlschöpfung etwas gemacht, das eine kranke Menschheit heilen wird. Aber damit meinst du, was habe ich mit dem Ergebnis gemacht? Er ist nicht mehr hier. Ich habe Partner. Sie vollenden gerade die Mechanismen seiner Verteilung. Du kommst zu spät. Paladin Ramani muss sofort davon erfahren.
Es waren Menschen, Blackburn, wie Cassie. Du hast sie gefoltert und an ihnen Experimente durchgeführt, wie an Tieren. Glaubst du, das erfüllt mich mit Stolz oder Freude? Glaub, was du willst, aber ich bin kein Unmensch. Hätte ich ohne sie mein Ziel erreichen können, hätte ich es getan. Ich bin weder ein Sadist, noch ein mordlustiger Irrer. Ich erwarte keine Vergebung, aber was ich getan habe, wird auch so genügend Konsequenzen haben, ohne dass man mir erfundene Sünden anhängen müsste. Unfassbar, dass ich dich nach Fort Atlas zurückkehren lasse. Mich gehen lassen? Hatte ich ein Verbrechen begangen, von dem du vielleicht gewusst hättest? Du wirst dich für deine Verbrechen verantworten müssen, Blackburn. Aber zuerst muss ich noch etwas anderes wissen. Ah ja, das Verhör vor meinen Verhören geht weiter. Bitteschön. Gut, das sollte ich jetzt mal nicht nehmen, weil wir sollen ihn ja leben fassen. Ja, sieh mich als festgenommen. Trotzdem. Ja, ja. Ich glaube, wir sind hier fertig. Dann stehe ich zu deiner Verfügung. Du kannst gehen. Ich fordere ein Team an, das die Anlage sichert und die Gefangenen rausholt. Dann bringe ich Blackburn zum Fort. Die anderen werden sicherlich jede Menge Fragen an ihn haben. Gute Arbeit. Ich bin froh, dass du hier warst. Das bin ich auch. Halte von mir, was du willst. Das ändert nichts. So, gucken wir mal, was wir Schönes jetzt kriegen. Stimpak, Swellaway, Cryomine, Plan, Backburn, Bungalow? Katalysator. Okay, was ist denn der Blackburn Bungalow? Aha. Keine Ahnung, den lernen wir einfach mal. Und dann gucken wir hier mal. Erinnerung an Huntersville. Persönliche Aufzeichnungen, Dr. Edgar Blackburn, Huntersville. Ich hätte mich nie von Dumont überzeugen lassen sollen zu bleiben, als die Gewächshausinitiative eingestellt wurde. Das Panimmunitätsvirion sollte uns vor biologischen Angriffen und die Bevölkerung vor den möglichen Schrecken des Krieges schützen. Die Gewächshausinitiative wollte mit dieser Arbeit die hungernden Massen versorgen. Hohe Ziele und würdige Wissenschaft. Die Entdeckung des FIV beendete all dies. Man ignorierte das Potenzial des Virus und was er im Hinblick auf dieselben Ziele leisten könnte. Stattdessen wollten sie eine Waffe. Supersoldaten. Kleingeistige Bürokraten und ihre Wissenschaftler hatten die Schlüssel zur Evolution und sahen nur Profite. Der schändliche Dr. Kahn nahm das Heft in die Hand. Und selbst die üblen Ziele mussten schließlich dem Perversen weichen. Das Wasser von Huntersville zu infizieren, nur um die Effekte zu beobachten. Warum? Wir wussten, dass der Virus Schrecken hervorbringt. Auf der Suche nach einer Heilung wäre es vielleicht gerechtfertigt gewesen. Aber das interessierte Kahn nicht. Er tat es, weil er es konnte. Als besserer Mensch oder Wissenschaftler wäre ich sofort gegangen. Mein verspäteter Rücktritt macht mir keine Ehre. Protokoll Ende. Ja, Protokoll Ende. Was haben wir hier noch? Reiß dich zusammen. Du Arschloch. Nina ist tot. Eric, tot. Alles wegen deiner verdammten Quoten. Wenn du nicht so mitgefühlfähig bist, halt den Mund. Hallo. Ich bedauere, was Nina zugestoßen ist. Aber wir vergeuden unsere Zeit. Was? So, das müsste die Sensoren deaktivieren. Jetzt hör genau hin. Das sind nicht meine Quoten. Das waren sie nie. Sie werden vom Rechner vorgegeben. Hier, die Zahlen für nächste Woche. Gott, das kann nicht... Warum hast du uns das nicht gesagt? Es ist hochempfindlich. Wenn es irgendwas entdeckt, irgendeine Verschwörung, tötet es uns. Ich musste sicher sein. Der einzige Weg, nächste Woche zu überleben, ist, es auszuschalten.
Sollen wir uns unseren Weg freikämpfen? Das müssen wir nicht. Die letzten 2 Jahre habe ich an einem Virus gearbeitet. Seraph. Lade es in den Zentralrechner, dann kann es ihn übernehmen. Das System und die Experimente abschalten. Es kann uns rauslassen. Das EMS? Ich habe das System entworfen. Meine Studenten haben die Protokolle geschrieben. Ich kann es besiegen. So geht das nicht weiter. Ich bin dabei. Für Nina. Jeanette? Hans? Ich... Okay. Oh, was zum Teufel. Klar. Folgendes brauche ich von dir. Wir werden Samstag aktiv, direkt vor der Quotenprüfung. Sei bereit. Sensordiskrepanz in Aufseherbüro. Wende Abbruchalgorithmus an. Abgeschlossen. Eine schöne Woche, Leute. Wegtreten. Oh Mann. Forschungsprotokoll. Dr. Edgar Blackburn. Nummer 148. Es wird nicht mehr lange dauern. Die Gleichungen nehmen Gestalt an. Und selbst in meinen Träumen sehe ich den perfektionierten FIV. Diese Vision des Ziels ist mein einziger Trost. Was ich getan habe, um es zu erreichen, kann niemals weggewischt werden. Obwohl ich recht hatte. Ich gebe Ihnen Nummern und versuche nicht hinzuhören, wenn Sie mich anflehen. Wenn ich Sie aus Ihren Zellen hole, ziehe ich es vor, Sie zu sedieren. Bewusstlos können Sie nicht weinen oder mich klagend anstarren. Sie verstehen nicht, dass wir gemeinsam Teil einer größeren Bestimmung sind. Sie halten mich für unmenschlich, gefühllos. Bei vertauschten Rollen ginge es mir nicht anders. Ich werfe Ihnen nicht vor, mich zu hassen. Nachts sehe ich Ihre Gesichter. Ich denke an Sie und warte darauf, dass mich der Schlaf von einer Zukunft träumen lässt, in der ich endlich aufhören kann. Letzter Kandidat 3 ist bereit für die Überprüfung. Ich bin 2 oder 3 Schritte vom Erfolg entfernt. Werde ich ruhig schlafen können, wenn das hier vorbei ist? Oder wird die Strafe dafür eine Gnade sein, die mich von der Erinnerung befreit? Protokoll Ende. Ich habe genug gesagt. Eure Offiziere werden noch jede Menge Fragen haben, wenn ich in eurem Hauptquartier in Gewahrsam bin. Forschungsprotokoll, Dr. Edgar Blackburn, Nummer 1. Unter anderen Umständen würde ich mir dumm vorkommen, dies aufzuzeichnen, bevor meine Arbeit überhaupt richtig begonnen hat. Ich mache dies seit meinem Studium so. Es ist ein Werkzeug, um Einsichten zu gewinnen und meine Fehlschläge festzuhalten. Da nichts von dem, was ich tun werde, normal ist, breche ich mit dieser Tradition und beginne nun mit den Aufzeichnungen. Die Nachwelt hat es verdient. Meine Arbeit wird mich höchstwahrscheinlich in den Augen vieler zu einem Verbrecher machen. Meine Arbeit ist widerlich und muss geheim erfolgen. Wer auch immer dies hören mag... Ich gebe zu Protokoll, dass ich das, was ich tun werde, aus Liebe tue. Aus selbstloser Liebe, die keine Ruhe kennt. Keine verstorbene Gattin und kein verlorenes Kind treiben mich an. Ich liebe die Menschen, obwohl mir niemand ein Übermaß an Gefühlen unterstellen würde. Wir sind eine von den Verheerungen des großen Krieges geplagte Spezies, die im Schutt einer nicht mehr existenten Welt dahinvegetiert. Die Fehler meiner Vergangenheit stehen jedem in Furcht vor den mutierten Schrecken des Ödlands lebenden Menschen ins Gesicht geschrieben. Ich muss das korrigieren. Wir sollten nicht so leben. Es gibt eine Möglichkeit, uns von den Schrecken zu befreien, die wir... ich erschaffen habe. Und doch fürchte ich die Fehlschläge auf dem Weg in die Zukunft. Es wird viele geben und sie werden großes Leid verursachen, bevor ich fertig bin. Westex Sünden
müssen ungeschehen gemacht werden. Doch der Preis ist hoch. Auch wenn er mein Leben einschließt, werde ich ihn gerne zahlen. Ich suche keine Vergebung. Weder verdiene, noch benötige ich sie. Du, mein Zuhörer, solltest nur wissen, dass das, was kommt, nicht das Produkt böser Absichten oder sadistischen Wahns ist. Eines Tages wird das Böse, das ich tue, zu Gutem führen. Hoffentlich erkennst und verstehst du das. Protokollende. Alter Schwede. Das ist schon... Es ist schon der Wahnsinn. So, aber ich werde jetzt hier wo wahrscheinlich nicht wegkommen, wenn ich jetzt hier nicht... Ja, irgendwas wegpack. Könnten natürlich jetzt noch aus der Powerrüstung raus. Vielleicht nochmal das eine oder andere Kilo gut zu machen. Aber nee, das ist ja die... falsche Rüstung. Wir haben natürlich auch nichts. Wir können natürlich noch auf den Stärke-Buff kommen, indem ich hier halt nochmal ein bisschen was aufesse. Aber das reicht nicht. Und ich habe kein normales Zeug mehr dabei. Na gut, trinken wir uns mal kurz rauf. Die gegrillte. Und wir könnten nochmal gucken. Ich habe ja eigentlich noch Psycho-Buff. Habe ich auch Buff-Out oder so? Nee. Ja, das reicht natürlich nicht. Ich kann jetzt nochmal kurz... Okay. War jetzt ein bisschen merkwürdig. Reicht das? Ja, in der Power Armor reicht das gerade so. Immer mal ein bisschen hin und her switchen, dann klappt das auch mit Nachbarn. Und ich muss mir unbedingt gleich nochmal ein bisschen was für die Tragekapazität rausnehmen aus der Kiste. Das geht ja so gar nicht. Und wir haben jetzt auch schon lange keine Hirsche mehr gesehen und so. Vielleicht sollte ich auch mal ein paar Waffen jetzt so langsam mal wegpacken. Und vielleicht dadurch auch noch mal ein bisschen Kilo verlieren und so, ne? So, da ist, erstmal hier. Zack. Hauen wir hier erstmal weg, was wegzuhauen geht. Ja gut, ich nehme ja doch schon einiges mit hier an Waffen. Ich glaube, bei Hauptquesten sollte ich mir immer abgewöhnen, nicht zu looten. Aber ich loote immer so oft nicht. Gut, dann gucken wir uns jetzt nochmal an. Wenn wir jetzt die Führung der Bruderschaft Berichterstattung gehen. Was das Ganze denn wird. Da bin ich ja mal mehr als gespannt. Zumal, was sie jetzt auch sagen werden. Ich war bei der Befragung entgegenkommend. Drohungen sind nicht vonnöten. Nach allem, was du getan hast, kannst du von Glück reden, dass ich dir nur drohe. Bitte, dieser Streit führt doch zu nichts. Okay. Du bist zurück. Vielleicht kannst du mir helfen, Ramani zur Vernunft zu bringen. Wir haben uns über Vault 96 und das Verhör unseres Gefangenen unterhalten. Dieses blasierte Monster prahlt damit, gefoltert zu haben und Schrecken über die Welt zu bringen. Aber Ramani fasst ihn mit Samthandschuhen an. Ich prahle nicht. Was ich getan habe, war nötig. Ich bin nicht stolz auf diese furchtbaren Taten. Ich werde für immer mit dieser Schande leben müssen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Zweck nicht die Mittel geheiligt hätte. Das wirst du noch früh genug erfahren. Meine Kollegen sorgen dafür, dass unser stark verbesserter FEV in Kürze ausgebracht wird. Siehst du? Diese Arroganz. Die Rechtfertigungen. Wir sollten ihn ein für alle Mal erledigen. Oh Mann. Gut.
Es spricht durchaus für ein ordentliches Gerichtsverfahren. Wer würde diesen Mann nicht schuldig sprechen? Du hast gesehen, was er getan hat. Wir müssen Dr. Blackburns Partner unbedingt von diesen Gräueltaten abbringen. Und womöglich muss der Doktor sie davon überzeugen. Wo sind diese Partner? Meine Kollegen haben ein Geheimlabor unter dem Hauptsitz meines ehemaligen Arbeitgebers, Westtech. Wir wollen die Fehler des FEV an seinem Entstehungsort korrigieren. Irgendwie angemessen, findest du nicht? Was werden Sie mit dem Virus machen? Meine Kollegen haben eine für die letzten Tests und die Massenproduktion des Virus besser geeignete Anlage. Sie bereiten gerade seine Freisetzung in die Luft und ins Wasser von Appalachia vor. Wenn er in den Niederschlagskreislauf und das Grundwasser gelangt, lässt er sich nicht mehr aufhalten. Nein, er könnte sich über hunderte Kilometer ausbreiten. Warum solltest du uns helfen, sie aufzuhalten? Das ist euer Ziel, nicht meins. Aber ich bin kein Soldat und könnte strapaziösen Befragungen nicht standhalten. Keine Verzögerung meinerseits wird etwas bewirken. Meine Kollegen bereiten schon alles vor. Vielleicht liefert meine Kooperation einen Beweis für das Gute, das wir tun werden. Und überzeugt euch von unserer Sache. Unmöglich! So etwas Abscheuliches könnten wir niemals unterstützen. Klingt, als müssten wir Westtech einen Besuch abstatten. Ja, wenn die Partner des Doktors den Virus verbreiten wollen, müssen wir das verhindern. Emotionen sind da zweitrangig. Jegliche Strafe für Blackburn kann warten, bis Appalachia sicher ist. Begib dich zu Westtech, finde und sichere den Eingang zu diesem Labor. Wir kommen nach. Das gefällt mir nicht. Wir sollten ihn sofort erledigen und das Labor dem Erdboden gleichmachen. Genau damit hatte Ältester Maxon in Mariposa zu tun. Schon vergessen? Ältester Maxon bereute sein überstürztes Handeln. Hast du das vergessen? Falls sie den Virus schon herstellen, könnte er sich ausbreiten, wenn wir alles in die Luft sprengen. Wir müssen ein bisschen feinfühliger vorgehen. Nun gut. Wenn Blackburn mitkommt, behalte ich ihn im Auge. Vielleicht können wir mit ihm Druck auf die anderen Irren ausüben. Das werde ich, wenn ich weitere Tote verhindern kann. Dann ist es entschieden. Anwärter, begib dich unverzüglich zu Westtech. Wir sehen uns dort. Gut, dann begeben wir uns aber erst in der nächsten Folge nach Westtech. Machen wir hier einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.